Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Wir können den nächsten über eine bezahlen. So, ja. Ja. Dann dürfen wir so, dann die Gruppe in den Platz räumen. Ja, wer bitte? Ja, sehr gut eigentlich. Wir waren gestern im guten Mittelfeld und heute haben wir 9 Leute, die bronzene Jugendschwange abgenommen haben. Ja, hat Spaß gemacht. Wir können jetzt doch hier auch einfach machen und einfach Silber machen, ne? Die Leute schon lange weg hier. Können wir nicht Silber machen und trägst Bronze ein? Das darf ich nicht, dann krieg ich geschimpft. Können wir das denn? Das ist es, wenn wir das einmal ansehen, haben sie nur Nullwert. Ich kenne euch das Käfer noch. Ja. Super. Der Niklas. Geburtsdatum. 18.02.2009. Geburtsdatum. Ja. Halt. So, ja, hallo. Wer bist du denn? Hallo, ich bin Lea Stockdreher. Ich komme aus Ehring und ich bin in der Jugendfeuerwehr, weil es mir Spaß macht, mit den anderen Kindern zu arbeiten und halt generell, weil man viel lernt über die Erste Hilfe und alles Weitere. Super, vielen Dank. Ja. Hallo, wie heißt ihr denn? Leonia. Angelina. Und aus welcher Jugendfeuerwehr kommt ihr? Waldeck. Waldeck. Beide aus Waldeck. Ja, warum seid ihr denn gerne in der Jugendfeuerwehr? Was macht euch besonders viel Spaß? Vielleicht auch hier auf dem Zeltlager? Der Zusammenhalt unter den Leuten und einfach, was man so lernt. Ja, also man lernt halt die Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr kennen und das macht einem Spaß. Ja. Das war's schon, vielen Dank. Ja, verrat mir doch einmal deinen Namen und aus welcher Jugendfeuerwehr du kommst. Ich komme aus Usseln, das liegt im Upland und... Moin Jungs! Und wie heißt du? Elias Hebel. Ah, freut mich Elias. Ja, ich habe gehört, bei euch hat es gestern geschneit. Was ist denn da passiert? Wir haben eine Schneebahn gebaut und eben eine Feuerwehrjacke umgezogen, eine Mütze auf und eine Brille. Ach schön, also in Usseln gibt es Feuerwehrleute auch aus Schnee. Was macht dir denn bei der Jugendfeuerwehr besonders viel Spaß? Dass wir zum Beispiel im Winter lernen wir zum Beispiel Sachen über, wie man Sachen anwendet. Und dort haben wir immer so kleine Pausen und das ist sehr schön. Ja, vielen Dank und viel Erfolg bei der Jugendspange noch. Schnell. So, ja, wie heißt du denn und aus welcher Jugendfeuerwehr kommst du? Ja, ich bin Leon und komme aus der Jugendfeuerwehr Landau. Ah, okay. Und was macht dir bei der Jugendfeuerwehr besonders viel Spaß? Warum bist du dabei? Einfach das Miteinander mit den ganzen Feuerwehrkollegen und der Spaß auch einfach. Ja, vielen Dank. Das war's schon. Wie heißt du denn und aus welcher Jugendfeuerwehr kommst du? Ich bin die Elea aus der Jugendfeuerwehr Heiner. Und was macht dir bei der Jugendfeuerwehr besonders viel Spaß? Der A- und der B-Teil. Und was macht man da? Im A-Teil verlegt man Schläuche und versucht Wasser nach vorne zu bekommen und im B-Teil ist quasi eine Staffel, ein Staffellauf. Ja. Ist okay? Weiß ich nicht. Kannst kurz drüber nachdenken? Ja. So, wie heißt du denn und wo kommst du her?
Konstantin, ich komme aus München. Und warum bist du gerne in der Jugendfeuerwehr? Ja, weil es Spaß macht. Ja, das ist doch eine tolle Erklärung, weil es Spaß macht. Mir macht es auch Spaß. Viel Erfolg noch bei der Jugendspange. So, ja, von welcher Jugendfeuerwehr seid ihr denn? Meiningenhausen. Meiningenhausen, schön, freut mich. Und warum seid ihr gerne in der Jugendfeuerwehr? Weil es mir Spaß macht. Ja, und wie ist es bei dir? Mir macht auch sehr Spaß. Ja, macht euch allen Spaß? Ja. Super. Ja, wir hatten hier ein tolles Zeltlagerwochenende. 1079 Teilnehmer. Das ist eine große Hausnummer, einer der größten Wettbewerbe Hessens. Und ja, viele, die wir gefragt haben, sind mit Begeisterung dabei. Alle haben Spaß. Hier läuft jetzt im Hintergrund gerade noch die Jugendspange. Das ist ein Abzeichen für die Teilnehmer, das sie dann als Erinnerung noch mit nach Hause nehmen können. Und auch hier haben wir, wie man im Hintergrund sieht, eine hohe Teilnehmerzahl. Ja, Kreisbrandinspektor des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Gerhard Biederbeck. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Dudek. Ein Kreisbrandinspektor, der hier auf ein Zeltlager mit 1100 Teilnehmern blicken kann, kann eigentlich beruhigt in die Zukunft der Feuerwehren in Waldeck-Frankenberg gucken. Ja, das ist hier schon wirklich eine ganz tolle Leistung hier bei der Bildung in Odershausen in Waldeck-Frankenberg mit so vielen, die an einem Zeltlager teilnehmen. Damit haben wir das größte Zeltlager in Hessen, das wir ausrichten für die Jugendfeuerwehr. Und das ist ganz beeindruckend. Und ich weiß tatsächlich, dann habe ich viel Nachwuchs hinterher in den Einsatzabteilungen. Die Feuerwehren in unserem schönen ländlich geprägten Landkreis sind ja mehr als nur Retter, Bergen, Löschen, technische Hilfeleistung. In vielen der kleineren Dörfern sind es eigentlich der einzige Verein, der intensiv Nachwuchsarbeit macht und der auch noch was auf die Beine stellen kann außerhalb des originären Feuerwehraufgabenbereichs. Ganz genau. Das sind tatsächlich Kulturträger, die da arbeiten und tatsächlich auch nur, ja nee, nur ist falsch. Der einzige Ansporn ist, und dann auch noch eine Ausbildung machen für die Allgemeinheit. Nicht nur Spaß, die wir dabei vorher machen, sondern tatsächlich auch mit einem Ergebnis hinten dran für alle, die in Waldeck-Frankenberg wohnen. Wir haben vorhin ein Interview mit der Diana Bornscheuer und ich einzelne gefragt, was sie an der Jugendfeuerwehr fasziniert und erstaunlicherweise heißt es ja immer, naja, Handy und Tablet und Computer. Die Kinder, die Jugendlichen, faszinierte Teamarbeit, die wollen raus, die wollen wirklich auch anpacken und auch mal einen Schlauch legen. Ist das eigentlich, dass man heute sagt, es ist nicht nur Tablet und Computer, gerade bei der Feuerwehr? Ja, wir richten uns auch in die Richtung aus. Wir müssen natürlich auf die neuen Medien einstellen, was Informationsweitergabe gibt, was Ausbildung macht. Wir machen da schon viel Ausbildung digital, auch gerade in der Jugendfeuerwehr. Aber das Zusammengehörigkeitsgefühl, das gibt es dann nur hier bei einem Zeltlager oder auch bei den Übungen, Ausbildungsdiensten. Das geht nur, wenn man sich gegenseitig anfassen kann. Gerhard Biederbeck, der Kreisbrandinspektor des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, Landrat Jürgen van der Horst, ich habe schon den GBI gefragt. Es macht einen stolz, wenn man 1100 Nachwuchsfeuerwehrleute auf einen Ort hier so versammelt. Den Landrat natürlich auch, oder? Ja, absolut. Kolossale Bilanz. Also wir haben nicht nur sehr viele junge Mannschaften am Start gehabt, auch viele neue. Was uns wirklich sehr begeistert, das sind Mannschaften dabei, die haben erst im Frühjahr angefangen, sich vorzubereiten, sind erst dann in die Feuerwehr eingetreten. Tolle Bilanz, klasse. Der GBI war der Meinung, ich habe natürlich gefragt, ich sag mal, wenn man das hier sieht, muss man sich um die Zukunft der Wehren in Waldeck-Frankenberg natürlich wenig Gedanken machen, denn es bleiben immer noch genug für die Einsatzabteilungen übrig. Ja, wir haben zumindest eine gute Grundlage. Ich glaube, das können wir so feststellen. Ist aber kein Selbstläufer. Ich glaube, wir müssen schon noch im Blick behalten, dass wir auch weiterhin jedes Jahr die gleiche Arbeit leisten, um den Nachwuchs auf dem Niveau zu halten, weil den Bestand an Jugendlichen in den Wehren brauchen wir auch für die Zukunft. Die Feuerwehren sind gerade in vielen kleinen Dörfern bei uns in unserem flächenmäßig größten Landkreis oftmals der einzige Verein, der noch ein Vereinsleben organisieren kann, ein Fest organisieren kann, weil viele Vereine einfach die Mitglieder für sowas fehlen. Insoweit sind ja die Feuerwehren im ländlichen Raum auch Träger der Kultur. Ja, das ist so. Also wenn man mal genau hinschaut, dann stellt man fest, dass Feuerwehr eben nicht nur Brandschutz ist, also nicht nur Katastrophenschutz ist, nicht nur technische Hilfeleistung, sondern das sind die Vereine, die vor Ort auch für die Gemeinschaft sorgen. Und das erleben wir immer mehr, dass die vor allem kleinen Orte darauf angewiesen sind, dass vor allem auch die Feuerwehrvereine für das Fest
vor Ort sorgen, dafür sorgen, dass man sauber gemacht wird. Die Feuerwehr brauchen wir für alle Zwecke. Der Landkreis selbst unterstützt, wo er kann, wo seine finanzielle Decke nicht zu kurz ist, um die Feuerwehren auch ausrüstungsmäßig, das heißt eigentlich die Gemeinden, auf dem neuesten Stand zu halten. Ja, das ist so, aber auch der Landkreis hat eigene Aufgaben zu erfüllen. Der überörtliche Brandschutz ist Aufgabe des Landkreises. Dafür werden wir nächsten Jahr nochmal deutlich investieren. Ein Beispiel will ich jetzt mal nennen in Frankenberg. Dort wird ein Neubau erforderlich werden, neue Fahrzeugtechnik muss untergebracht werden. Frisch werden wir jetzt in Wetterburg bauen, auch mit Unterstützung des Landkreises, weil auch dort Katastrophenschutzeinrichtungen untergebracht werden müssen. Es geht nur zusammen. Vielen Dank. Bitte schön. Das erste Zeltlager unter ihrer Ägide, ein Riesenzeltlager. Hinter uns löst sich mit den Namen alles auf, wie zufrieden. Ja, sehr zufrieden. Also hat alles super geklappt. Von der Eröffnung am Freitagabend über die Wettbewerbe, wieder mit 88 Mannschaften, sehr starke Wettbewerbe und heute mit über 400 Spangen, klasse Zeltlager. Wetter hat gehalten einigermaßen, also kann man doch zufrieden sein. Fällt jetzt so ein bisschen die Anspannung ab? Das auf jeden Fall, das kann man sagen. Wetter hat gehalten, man weiß es ja immer nicht. Im Sommer gibt es ja relativ kurzfristig mal Gewitter. Hier war es tatsächlich so, es gab nur leichten Regen. Da konnten wir ins Zelt flüchten und heute auch mal draußen sein. Von daher alles super. Keine Verletzungen, kein Ausfall insoweit. Alles gut gegangen. Genau, ich denke, dass bei 1000 Leuten der eine oder andere mal heim muss, weil er doch irgendwie ein bisschen Heimweh hat oder vielleicht die eine oder andere Blessur ist, wo man im jungen Alter gerne noch mal zu Hause ist. Ist üblich, dass Kinder dann noch mal heimfahren. Ansonsten gab es aber keine größeren Ausfälle. Vielen Dank. Gerne.